55 folgt dann vom Norddeutschen Rundfunk, das ARD Wirtschaftsmagazin Plus Minus. Zur Frage von Zinssenkungen und zum Beschäftigungsprogramm äußert sich heute der Präsident der Deutschen Bundesbank. Außerdem beschäftigt sich das Wirtschaftsmagazin mit der schlechten Lage der Bauwirtschaft und stellt die Frage nach dem Nutzen wirtschaftlicher Sanktionen. Schließlich geht es noch um den wachsenden Markt der Abfallwirtschaft. Die Tagesthemen heute mit dem Bericht aus Bonn melden sich wie gewohnt um 22.30 Uhr. Und um 23 Uhr zeigt Ihnen der Bayerische Rundfunk noch einmal den Tatort-Krimi Ende der Vorstellung mit Gustl Beyerhammer als Kommissar Feigl. Die Spätnachrichten der Tagesschau beenden dann gegen 0.35 Uhr das heutige Programm. Liebe Zuschauer, Adriano Celentano ist seit einigen Jahren nicht nur der bekannteste Schlagersänger, sondern auch der beliebteste Filmstar Italiens. Den Auftakt zu einer ganzen Serie von Kinoerfolgen gab 1979 die Komödie Hände wie Samt, die wir Ihnen nun in unserer Reihe die Filmpremiere als deutsche Erstaufführung zeigen. In der Rolle eines Mailänder Millionärs beschwört Celentano turbulente Situationen herauf durch den Versuch, die Liebe einer schönen Taschendiebin zu gewinnen.